willkommen in der Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe. Ich freue mich ganz besonders, dass heute großartige Eva Wühnitzer bei uns zu Gast ist und ich die Möglichkeit habe, ein bisschen mit ihr zu plaudern zum Thema Fluktuation. Grüß Gott, Frau Wühnitzer. Danke für das Kompliment. Sehr gerne. Frau Wühnitzer, was fällt Ihnen denn ein zum Thema Fluktuation? Ja, Fluktuation ist ja ein allerorts verwendeter, meist negativ besetzter Begriff. An sich ist es so, dass Fluktuation personelle Bewegung beschreibt und die per se weder gut noch schlecht ist. Warum sollten sich jetzt zum Beispiel ausgerechnet Führungskräfte mit dem Thema beschäftigen? Ja, es gibt ja so verschiedene Meinungen, dass der meiste Hintergrund zu hoher Fluktuation, zu hoher Mitarbeiterinnenfluktuation, schlechte Führungskräfte wären. Ob das stimmt oder nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber was aus dieser Aussage jedenfalls herauslesbar ist, dass Führungskräfte da eine hohe Verantwortung dazu haben. Kann es jetzt ein Ziel sein, Fluktuation auch zu vermindern? Ja, dieses Ziel wäre zu kurz gegriffen, würde ich sagen, weil der wesentliche Punkt daran wäre, zuerst einmal herauszufinden, warum gibt es überhaupt Fluktuation in meinem Betrieb, bei meinen Mitarbeiterinnen, warum ist die hoch? Und da gibt es ja die verschiedensten Hintergründe von, es gehört zu verschiedenen Berufsfeldern dazu, dass man nur kurze Zeit dort vor Ort ist, es gehört dazu, dass Mitarbeiterinnen sich weiterentwickeln, aber es gibt auch verschiedene Hintergründe, die für ein schlechtes Betriebsklima, für Überlastung und dergleichen sorgen. Und das herauszufinden ist, liegt in der Verantwortung von Führungskräften. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Zu diesem Thema wird Eva Wühnitzer auch ein Seminar halten und das können Sie buchen auf www.sozialakademie.at.